Läuft jetzt. Also herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Monster Hunter World. Together. Was ist? Was ist? Kein, sondern irgendjemand nicht kennen. Wie? Tja, dann solltest du deine Matches einfach mal so einstellen, dass nur zwei Leute drin und reinschauen können. Und dann wäre alles in Ordnung, aber das ist jetzt irgendeine Funktion, die ich nicht verstehe. Ja. Ich habe ihn gefunden schon, die Nervensäge. Ich finde immer das, was ich nicht suche. Und das, was ich nicht suche, jagt immer mich. Das war hier doch meistens immer ein schöner Platz. Ist doch nicht mehr? Hm. Irgendeinen Schleim gefunden, aber den suche ich ja nicht. Leider fällt mir gerade kein Anhaltspunkt ein, wo ich diese doofen Sonderspuren finde. Warst du ganz, ganz oben im Nest? Ich bin gerade auf dem Weg, ich gehe gerade den Weg nach oben. Und da muss auf jeden Fall eine sein. Da sind die ersten Spuren. Wieder irgendwelche Kerben. Zerzauste Kerben. Okay, hier habe ich am meisten suchen an Spuren. Glaube ich jedenfalls. Da würde ich diese Weide sehr, sehr unübersichtlich. Bitte? Diese Weide ist wirklich
sehr, sehr unübersichtlich. Ja, finde ich auch. Weil ich so, ich versuche gerade ungefähr seit, keine Ahnung, ungefähr eine Minute den Weg nach oben zu finden und laufe immer wieder im Kreis rum. Ja, eine Minute ist noch gar nichts. Was soll ich denn sagen? Ich konnte ja sagen, ich fahre jetzt 5 Minuten, weil ungefähr 5 Minuten können es nicht gewesen sein. Weil, es waren ungefähr, wie 5 Minuten, in denen du das Monster gerade besiegt hattest. Das muss auch leicht realistisch sein, meine Zeiteinschätzung. Auf jeden Fall habe ich zwei Spuren gefunden. Und auf dem Weg auch schon ein paar schöne Sachen eingesammelt. Also ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Ja, ja, das ist das Wichtigste. Also schon mal über der Hälfte ist da. Wow. Das ist gut. Mein Deutsch war gerade wieder schlecht. Egal. Aber Deutsch ist wirklich. Aber Deutsch ist wirklich eine interessante Sprache. Weil mir hat mir jemand erzählt. Kennst du das Gegenteil von umfahren? Also, ja, zum Beispiel eine Wand umfahren. Nee. Hör ich das Gegenteil von umfahren, also irgendein Hindernis umfahren, ist umfahren. Das gleiche Wort, nur anders betont. Okay. Das wird zum Thema deutsche Sprache, merkwürdige Sprache. Doch, wenn man so nachdenkt, doch, ja klar. Wie kommt man darauf, das ein und selbe Wort zu nutzen für. Obwohl. Ja. Manchmal frage ich mich wirklich, was meine Sprache so bezweckt manchmal. Mal sehen, was für jetzt eine schöne Quest da ist. Vielleicht irgendwo eine neue. Mit einem Monster, das mir gefällt. Plus einem Gebiet, das mir gefällt. Nein. War ja klar. Dann wieder weiter abarbeiten. Manche Kostüme dieser Katzen, wo ich immer nicht weiß, wie man die richtig ausspricht, sehen leicht merkwürdig aus. Ich würde sagen, den fangen wir auf jeden Fall. Der hatte, glaube ich, eine da. Ich bin der Meinung, ich habe schon deren Spezialquest, also nicht Spezialquest, sondern Spezialarena. Kann auch sein, dass ich mich täusche. High-Rank und Low-Rank? Kann man irgendwo die Übersicht nochmal nachgucken über die Quest oder kann man, muss man sofort die Quest wieder abbrechen? Wir fangen dazu einfach an, gut ist. Ja. Die Eltern kann man irgendwie noch benutzen von dem Viech. Und das alles Quests, die du noch nicht hast? Wenn ich die gemacht hätte, würde ich die nicht nochmal machen. Nicht. Okay. Weil die Monster brauche ich nicht für irgendwas.
Weil ich brauche wirklich den Kirin für eine Waffe. Diesen komischen Hund aus dem Teil der Verwesung für eine Schusswaffe. Dieses Flughörnchen für eine Schusswaffe. Diesen Eisdrachen, wie ich den nennen soll, wo ich gerade den Namen ja vergessen habe, von dem ich ja die Rüstung habe, brauche ich für eine Waffe. Den, okay, ich muss mal kurz gucken. Ich kann ja schnell immer nachlesen, wie die Monster heißen. Also ist einmal der Odo, ein Odogarnon, der Legiana, der Palumu, keine Ahnung, wie man ihn richtig ausspricht, den Anjanat, den Dirotodus, brauche ich für eine Waffe und sonst. Ja, und in den Kirin. Sonst sind das alles sonst sind alles andere Monster, die ich vielleicht für eine Waffe mal bräuchte. Nicht Waffe, sondern für eine Rüstung mal bräuchte, aber da kümmere ich mich irgendwann später drum, über eine Rüstung. Über sind über diese zerzausten Kerben. Wie kann man bloß damit leben, mit diesen zerzausten Kerben? Okay, ich mache mich gerade echt lächerlich. Okay, das möchte ich auch gerne mich lächerlich machen. Noch mehr zerzauste Kerben, oder sind das alte zerzauste Kerben und keine neuen zerzausten Kerben. Und irgendwie finde ich hier immer nur zerzauste Kerben in dem Gebiet. Oder gefühlt. Und wie häufig, und wenn es immer so häufig hier auftritt, hat das Gefühl, die sind kaum was wert. Ernsthaft, das nervt mich da immer noch so mega.
bin, glaube ich, irgendwo falsch rumgesprungen. Ich bin, glaube ich, wieder ganz unten auf dem Boden der Tatsachen. Ernsthaft, seit wann fliegt der Kuchen? Öfters? Ernsthaft, da geht ein Schritt zurück, wenn ich gerade drauf spiele. Ah, ich glaube, er ist natürlich. Ich krieg ne Krise hier wieder. Ich will mich doch nur zum einen Verstecken hinporten und was passiert? Überall sehe ich Monster. Überall. Gut, bin also wieder sicher. Jetzt nochmal hochfliegen und nochmal rumsuchen. Es fehlt ja nicht mal viel. Ne, hier sind auch keine Spuren mehr nirgends. Aber eins ist sicher, auch bei der nächsten Quest in dem Gebiet sind alle Spuren beisammen. Von allen Gebieten oder nur für das Gebiet? Nur für das Gebiet. Die Gebiete sind ja haben einzelne Spuren. Schön wäre es, wenn die gemeinsame Spuren hätten. Du bist auch schon ziemlich weit in der Story, muss ich sagen. Wie es scheint, gab es einige Probleme.
geht's wieder. Okay. Keine Ahnung. Ja, da kam an meiner Konsole, überall hatte ich Internet im Handy und so, aber was das genaue Problem war, weiß ich nicht. Solange es wieder funktioniert, ist ja alles gut. Steht die neue Mission schon? Was? Ob die neue Mission schon steht? Ja, ich habe schon eine Quest veröffentlicht. Okay. Ein Rad. Schön. Wenn du meinst, dass es schön ist. Ironie. Auf jeden Fall bin ich mir sicher, dass das der letzte Mission sein wird, die ich machen muss, gerade für diese Spuren. Wenn ich es draußen nicht schaffe, das wäre ein schlechtes Wunder. Ja, wirklich.
Weil es fehlen ja nicht mehr so viele Spuren, vielleicht sogar nur noch eine. Was mir jetzt noch falsch passieren kann, dass ich keine Spuren mehr finde. Hier ist wieder nichts. Moment, will ich gerade keine Spuren. Kannst du mal auf dem Nest, musst du auf jeden Fall alleine sein. Ich war im Nest. Du, keine Ahnung. Ernsthaft? Er kickt mich komplett runter. Ey, kommt Leute, das ist so unnötig. Das wird jetzt gut. Da hast du recht, das ist komplett unnötig. Genauso unnötig wie hier, dass ich hier gerade keinerlei Spuren finde. Die können ja nicht nur nachts da sein, die Spuren.
Weil wie es den Anschein hat, sind die doch nur nachts da. Ernsthaft, Mann! Spaß gut. Das Vieh rennt nur hin und her. Das ist schlimm. Damit hat er dann macht diese. Ich könnte ausrasten. Warum macht er zweimal hintereinander? Unnötig ist das. Sieht leicht verwirrt aus. Bei mir sind nämlich gerade hoch und nochmal runter geflogen. Kam von unten, ist dann hochgeflogen wieder runter. Hat, glaube ich, leichte Orientierungsprobleme. Jetzt darf das schreit der Tobi Kratzen. Aber es kann ja nicht sein, dass diese doofen Spuren von diesen Drahtästen ja nur tags, na, nur nachtüber da ist. Da sind. Ernsthaft! Oh Mann, das ist so nervig. Man schießt diesen scheiß Stein darunter und immer genau dann, wenn er runterfällt, wie ein Monster einen Schritt weiter weg. Aber erst in dem Augenblick. Ich krieg das immer so auf. Da sind die Spuren. Immer nur irgendwie bei diesen verrückten Völkern meistens. Endlich abgeschlossen. Ich glaube, wir tun dem Ratian irgendeinen Gefallen, wenn wir ihn irgendwie erlegen oder fangen. Bei dieser Verwirrtheit. Wir müssen ihn eigentlich fangen. Also vergessen, Schockfallen mitzunehmen. Ich hab immer beide Fallen mit. Ja, hattest du die Fußspur jetzt komplett? Ja, habe ich jetzt. Sonst würde ich ja nicht den jetzt direkt auf den Ratian losgehen. Sollte das so kommen, dass
dürfen nicht nach das kommen. Wie nachts, so tagsüber sind sie unten, nachtsüber sind die Spuren oben gewesen, habe ich das Gefühl gehabt. Alter. Auf jeden Fall ist es vergiftet. Schwanz ist ab, wenn ich mich nicht täusche. Könnte auch was anderes gewesen sein. Jetzt liegt hier noch mehr Gift durch herum. Nein. Ich habe hier gerade was Schlimmes gesehen. Autsch. Ich sehe hier gerade überall nur Schuppen, also ich weiß nicht, wo welches Monster steht. Ich weiß nur, ich liege fast im Gift drin und bin verwirrt. Ist fast tot. Oh, ich hasse diese doofen kleinen Insekten. Hast du, der Ratten ist fast tot, oder? Ja. Schnell. Nur schnell. Ich hasse es. Er liegt. Schnell. Das Vieh ist die Ratian ist fast tot, muss nur noch irgendwie lernen, hier runterkommen zu wieder. Du solltest eigentlich hochkommen und die Falle legen. Ich habe keinen Bock, eine zweite Falle zu verbrauchen. Sie soll runterkommen und in die andere Falle als reinspringen. Das ist so eine glückliche Zeit. Ja. Einmal, zweimal. Ich hab schon eingelegt, ich wollte eigentlich die Schockfeier legen und legte aus Versehen die Fallgrube. Dann konnte man sie in den ganzen Grünen kaum erkennen. Auf jeden Fall gibt es gleich was bei der ökologischen Forschungsgruppe zu berichten, aber nee, noch keine Lust. Auf jeden Fall war es auch schon mit diesem Part. Ich wünsche meinen Abonnenten noch einen schönen Tag. Heute hast du noch ein schönes Schlusswort. Ja, schönen Tag und schönes Wochenende. Was? Je nachdem, wann das Video rauskommt. Also ich wollte gerade sagen, was tust du, wenn eigentlich jetzt der Part direkt an einem Montag kommen würde, wenn das Wochenende vorbei ist? Dann ein schönes Wochenende im Voraus. Okay, ich weiß natürlich nicht, wann die rauskommen.